liebe Leute. Liebe Grüße, willkommen bei WB live auf Twitch, letzter Twitch-Stream. Mit dieser Partie mit Mellalords, wir zeichnen auch für YouTube, großer Höhepunkt hier. Angriff auf den Baron, letzte Aufrüstung, das war das letzte Mal, dass sie uns Banditen in dieser Partie angegriffen haben. Ich kann diese Version nur noch bis morgen spielen, mittlerweile der 9. Mai. Und danach, wenn wir, sobald das neue Update rauskommt, eine neue Partie starten. Und hier liegen jede Menge Leute und Briganten und Banditen, die wir erschlagen haben. Und beachtet bitte die Details. Sie sind tot. Sind sie Waffen vernacht. Leichen werden vergraben von den Leuten. Und schaut mal, unsichtbar weggebracht. Ich glaube, wir haben sogar irgendwo einen Leichen. Ach Gott, wie heißt das nochmal? Ein Leichen... Wie heißt dieses Teil nochmal? Ein Leichen... Buddelplatz irgendwo gebaut. Bin mir aber nicht sicher, weil die kann man nur dahin bringen. Verwaltung? Wie heißt das Ding? Logistik? Bergbau? Sammeln? Wie heißt nochmal das Teil? Ich wette, das ist bei Wohngebäuden mit der Fall. Leichengrube, Wohngebäude. Leichengrube ist ein anderer Fall von Wohngebäude. Keine Baukosten. Ja, Massengrab. Ja, also der polnische Entwickler Greg ist der Meinung, dass sich bei Leichengruben für Banditen, die auf ungeweihtem Boden verscharrt werden, eine andere Stufe von Wohnraum handelt, von Wohngebäuden. Ja? Der Friedhof, unser Gottesacker bei der Kirche, wo haben wir den, hatten wir den letztes Mal denn schon gebaut? Wir beobachten die Frau mal, wo die den hinbringt hier. Wo bringt die den hin hier? Guck mal. Die tragen die Leute schon irgendwo hin. Wohin bringen die den? Bringen die den ins Wohnhaus? Nee, die tragen die Leichen weiterhin. Die tragen unsichtbare Leichen auf den Schultern und wohin? Sehr geheimnisvoll. Also ganz im Ernst, Gänsehautalarm bei WB, bei euch auch. Das ist jetzt esoterisch. Die Leichen der bösen Buben sind sogar unsichtbar für alle frommen Menschen. Also ich glaube, man kann seine eigene Frömmigkeit daran erkennen, ob man böse Leute, die in die Hölle kommt, überhaupt noch sieht. Ich kann sie nicht sehen. Ich bin kein Heidenkind. Wer kann einen sehen? Der muss selber in die Hölle fahren. Haben wir denn irgendwo eine Leichengrube gebaut? Ja, wir haben irgendwo ganz weit weg hier. Irgendwo hier hinten eine Leichengrube, glaube ich. Irgendwo hatten wir... Ach Gott, wir hatten eine Leichengrube irgendwann mal gebaut. Aber ich glaube, die war in einem anderen Territorium. Die war, glaube ich, im Goldhof. Ich glaube, hier ist irgendwo eine Leichengrube, oder? Ich kann mich nicht erinnern. Ich würde gerne... Wir müssen die mal beobachten, wo die hinlaufen. Der Kampf war hier vorne in Malzmalt. Mal gucken, wo die hinlaufen. Ich hoffe, nicht zu weit weg. Laufen die mit dem? Oh, guck mal. Die rennen wohin? Die Straße lang? Wohin geht es mit den Leichen? Das ist super geheimnisvoll. Hatten wir denn letztes Mal eine Leichen... Halle gebaut oder ein Leichengebäude gebaut? Ich habe ein bisschen Schiss, dass sie ins Nachbargebiet jetzt laufen. Das würde bei uns nämlich alles durcheinander werfen. Sei die FSK 12 Version, meint S. Martin. Akira Nagasaki. 50. Abo. Grüße an dich. Toi, toi, toi. Für Heidenheim und die Hertha. Wohin rennt er denn? Der macht immer an jeder Kreuzung so eine kleine Kurve hier. Wohin läuft der? Goldenes Jubiläum, in der Tat. Ich habe keine Ahnung. Wir bauen mal dort, überall wo es geht, wir lassen es mal nicht aufhalten, bauen wir auch noch weitere Herrenhäuser. Schauen mal, ob wir in Zweiau schon ein Herrenhaus haben und wenn nicht, baue ich auch hier eins. Wo haben wir denn überall schon welche? Ah, wir müssen die Kampfbrüder gleich entlassen. In Waldeck, in Dreilinden... In Sankt Bonifatius, in Malzmalt und in Goldhof haben wir Gefolge. Das hier vorne könnte man noch ein Herrenhaus bauen. Ich will überall ein Herrenhaus haben.
Ja, davon brauchen wir allerdings 15 von etwas, das wir nicht haben. Was ist denn das? Sind das Steine? Das ist das Steinsymbol, ne? Wir haben 10 und brauchen 15. Okay. Wie kommen wir hier an Steine? Haben wir irgendwo noch ein Steinvorkommen? Hier vorne. Ein üppiges Feldsteinvorkommen. Dann machen wir mal schnell eins. Schnell mal einmal Bergbau, ein Steinmetzlager direkt da vorne hin. So. Einmal hier vorne. Und dann bitte noch Goldhof hat ein Herrenhaus. Angebulifatius hatte eins, Malte ebenfalls. Waldeck hatte. Hat Waldeck eines? Ich glaube auch, ne? Ja, Waldeck hatte auch eins. Waldeck hatten wir, glaube ich, eines hier am Rand gebaut, hier vorne, genau. So ein Stück außerhalb. Hier, drei Linden. Drei Linden hatten aber noch kein Herrenhaus, ne? Limit erreicht, hatte auch eins. Und wo steht das? Ach, da steht hier vorne, alles klar. Dann können wir, also wir haben ja nur 6 Regionen. Ich glaube, das ist das letzte, wenn wir 5 Gefolge haben. 1, 2, 3, 4, 5, ja, wir können nur 6 bauen. Da muss ich gar nicht weiter rumsuchen. Alles klar. Das ist das letzte, das wir bauen müssen. Die Leichengrube in Malzmaid, ich habe den Verdacht, die haben wir nicht. Das kann ewig dauern, wo die jetzt hinrennen. Muss mal schauen, wo die, ich habe Schiss, dass die aus dem Territorium rausrennen zu den Nachbarn hin. Seht ihr noch die Leute mit den Leichen laufen? Transportiert Fleisch. Ist das eine Leiche? Ich glaube nicht. Kein Kannibalismus bei uns. Haltet das für Verschwendung? Schnell in den Chat reinschreiben. Ist der Verzicht darauf, getötete Feinde zu verspeisen? Eine Schande, eine Verschwendung von Ressourcen oder ein Zeichen von Kultivierung? Wohin rennen unsere Leute? Wo sind die? Seht ihr, wo die Leute mit den Leichen hinrennen? Wo sind die hingelaufen? Seht ihr, wo die hin sind? Oh, nein, Lord Adamus schreit, Burg Waldeck, da warst du mal auf Klassenfahrt. Waldeck wird mittlerweile schon als Klassenfahrtziel für viele Schüler benutzt. Ich bin gespannt, wir sollten in die Malzmaid mal eine Jugendherberge bauen, Leute. Also wir behaupten mal, das regelt sich von alleine hier. Wir können die Söldner auch auflösen. Ich glaube nicht, dass wir die nochmal brauchen hier. Geld ist ja da. So. Wollen wir heute den großen Angriff noch machen. Herrenhäuser überall bauen. Ich würde gerne die Eisenmine in St. Bonifatius mal upgraden. Hier in der Mitte. Wollte noch ein bisschen Eisenwirtschaft betreiben. Björn Krampf meint, ich sollte daran denken, die Pommes zu versalzen und die Cola-Preise zu erhöhen, bevor die Touristen kommen. Wir können auch unsere Gefolge mittlerweile nach Hause schicken überall. Auflösen heißt nicht auflösen, heißt nach Hause schicken. Ich glaube, damit kann man den Angriff auf den... Also ich setze mal drauf, dass wir mit 6 Gefolge den Angriff auf den Baron schaffen. Hier vorne Eisenvorkommen. Und jetzt wollten wir hier vorne auch nur ein bisschen arbeiten. Ja, mittlerweile Leute. Ja, Kodenmeiler läuft. Alles top, alles wunderbar. Großes Lagerhaus. Ein paar Leute einstellen. Jetzt wollten wir hier vorne die Abbaugrube verbessern zu einer Schachtmine. Wir können schon mal 2 Familien zuweisen. Einmal ausbauen bitte. Dann wird hier Eisen gewonnen in großen Mengen und dann hier vorne hingebracht.
Ja? Die Klassenfahrt nach Burg Waldeck sei zauberhaft gewesen, berichtet Lord Adamus. Ja, alles läuft. Also, wir können in Goldhof noch alle Stufe 3 Gebäude einmal checken, die wir kürzlich eingerichtet hatten. Einmal hier vorne hin. Hier sind wir. Da hatten wir rund um den Marktplatz hatten wir ein paar Stufe 3 Gebäude gebaut. Wir haben mittlerweile deren 3, 4. Hätten wir 10, würden wir noch einen Punkt bekommen, den wir irgendwie investieren könnten. Das sind Stufe 3 Gebäude. Stufe 3 oder 2? Das sind Stufe 3 Gebäude. Alle Bedürfnisse sind erfüllt. Wunderbar. Ja, ich glaube deshalb, weil die weiteren Bedürfnisse, da gibt es wahrscheinlich demnächst dann auch noch Gebäude, aber die sind noch nicht freigeschaltet. Sind noch nicht in dieser Version implementiert. Kommen später dazu, deshalb sind alle glücklich. Brauchen noch eine vierte Art von Nahrung. Damit die Leute mega glücklich sind, aber das reicht doch aus hier. Die haben noch eine Erinnerung an die alte Besteuerung, die hatten wir allerdings gestoppt. Ja, alles gut. Wir haben auch genug Einfluss, alles gut hier. Und den Baron, der wir demnächst angreifen, das sind hier vorne 2. Also ich finde, unseren Leuten geht es echt gut. Jetzt fängt es nur an zu regnen. Mhm. Wir verbessern noch ein bisschen hier die Zufriedenheit, oder? Wir können einfach nur normal hier noch ausbauen. Wir baden im Geld. Also wir könnten jetzt Goldhof weiter ausbauen oder noch ein paar der kleineren Dörfer uns vornehmen. Ich würde gerne ein paar der kleineren Dörfer noch ausbauen. Goldhof ist die Hauptstadt. Wir hatten, oder wir sagen, wir wollen auch noch von mittlerer Stadt noch eine Stufe weiter rauf haben. Ja? Wir bauen noch ein paar weitere Gebäude aus hier. Wie sieht es mit dem Vieh aus? Hier läuft alles top. Alle Produkte genug. Alles gut. Liebe Grüße an Brabos. Ach nein, Brabos schreibt, ich wusste nicht, dass WB auf Twitch ist. Hat alle Videos auf YouTube geschaut. Nein, wenn du das... Das erzähle ich doch ständig. Du hast ja den Punkt investieren würden in Goldhof. Küllerei hatten wir schon. Wir könnten auch hier in Schachtminen gehen. Und könnten hier vorne in Eisen gehen. Das könnten wir machen. Das wäre eine Option. Sollen wir das machen? Oder wir sagen auf noch mehr Zufriedenheit und schalten noch eine weitere... wie heißt es? Noch eine weitere Möglichkeit für eine weitere Nahrungsquelle frei. Aber ich würde es so lassen. Wir gehen hier in die... in die Minen rein. Mal hier. Wir hätten auch übrigens die Stufe 3 Leute rekrutieren können und ihnen dann die super coolen Helme geben können, aber ich glaube, wir sind auch so cool genug irgendwie. Jetzt gucken wir hier vorne. Ach, das war eine Abbaugrube für Eisen, genau. Und die können wir jetzt upgraden. Dann würde ich hier noch gerne weitere Leute in der Stadt haben. Wir brauchen noch mehr Nahrung. Es kann auch sein, dass wir noch mehr Kornspeicher brauchen, weil die alten vollgelaufen sind. Ein Speicher hier. Mal gucken, wir haben noch irgendwo einen zweiten. Glaube ich. Ich glaube, wir hatten noch einen zweiten Speicher irgendwo anders. Bin mir nicht sicher gerade. Das ist das Symbol hier, großer Speicher. Haben wir wirklich nur den einen hier? Sieht schwer danach aus, ne? Hier ist ein Marktplatz, oben ist einer. Haben wir wirklich? Nein, wir hatten hier am Rand noch eingebaut, ich erinnere mich.
Und den können wir noch ausbauen zu einem großen Speicher. Dann können wir auch noch mehr Nahrung, dann können wir steigen unsere Vorräte. Hier vorne können wir wiederum noch mehr Gemüse produzieren, zum Baden in Gemüse. Das kann gar nicht alles gesammelt werden hier. Wir sorgen dafür, dass noch ein paar mehr Leute hier einziehen. Am einfachsten ist es einfach, den bestehenden noch ausbauen. Manchmal ist noch Platz für eine weitere Familie. Hier, da ist zum Beispiel Platz für eine weitere Familie. Da ebenfalls. Da auch. Mehrere im Ausbau. Die haben wir, glaube ich, schon alle verwaltet hier. Das reicht erstmal. Jetzt gehen wir einmal rüber zu den anderen gucken. Dann haben wir auch wieder mehr Bauarbeiter und Träger hier. Wir hatten doch eine Siedlung gehabt, in der wir Imker uns geholt hatten. Ich glaube, das war zwei Augen. Kann das sein? Ich glaube ja. Ich glaube, wir hatten einen Imker angelegt. Und da hatten wir noch zu wenig, mittlerweile 10 Familien. Hier vorne ist der Imker, da können wir noch mehr in die Bienen rein investieren. Nahrung, Brennstoff, reichlich, sehr schön. Stallfläche würde ausreichen für mehr Ochsen. Würde ich gerne noch ein paar kaufen. Ja, ein paar Ochsen kaufen kann nicht schaden. Wir haben irgendwo einen Viehhändler. Das ist ein normaler Handelsposten. Ach, Pferde, um noch mehr Regionalvermögen zu bekommen. Eventuell, wie viele Gäule haben wir? 2? Sind beide hier zugewiesen? Ja. Und mehr geht gar nicht, das reicht eigentlich. Dann würde ich auch nicht eine dritte Familie einstellen, man kann es auch übertreiben hier. Haben wir irgendwo einen Viehhändler hier? Ich glaube nicht, wir bauen ihn nicht zwingend. Man kann das Obst auch woanders kaufen, die Ochsen auch woanders kaufen. Also das Übersichtssymbol reicht mir noch nicht wirklich aus. Ich glaube, wir haben hier keinen Viehhändler. Dann können wir einen bauen, wenn wir wollen. Ich baue mal hier daneben noch einen. Einmal Handel bitte. Einen Viehhändler hier vorne hin. Direkt daneben. Aber ja, die Möglichkeit, noch ein paar Ochsen hier auch unterzubringen und zu kaufen und so weiter und so fort. Und ein paar weitere Wohngebäude würde ich auch noch gerne einstellen, weil die Leute können wir durchaus versorgen. Steinkirche ist da, wurde mittlerweile gebaut. Schicken auch wieder einen Totengräber rein. Ja, das ist ein schöner Klang, das machen wir. Der Marktplatz groß genug. 2 freie Marktstände auch. Leider kann man den nachträglich nicht erweitern. Das wäre eine Komfortfunktion, die ich mir wünschen würde. Wir könnten noch versuchen, einen zweiten Marktplatz so daneben zu setzen. Der steht sehr zentral. Ich würde keinen woanders hinbauen. Ich glaube, das gibt es bei den Wohngebäuden, gibt es einen Marktstand, glaube ich. Vielleicht können wir hier noch einen kleinen dazwischen quetschen. Hier so. Ja? Ja, 14 weitere. Direkt nebeneinander, finde ich völlig okay, Lücken gescheit gefüllt. Danke an Peti fürs erste Abo. Bitte Blumen aus dem Chat für Peti. Neu bei uns, willkommen lieber Peti. Lieber oder liebe Peti. Hallo Peti. Bitte willkommen heißen, neu in unserer Community hier auf Twitch.
Jetzt bauen wir noch ein paar weitere Häuschen in den Regen rein. Steine werden hier gesammelt. Ein paar weitere noch auf Vorrat. Und wir haben 83 Dachziegel. Die Abbaugrube legen wir still. Die ist Quatsch. Und auch die Ziegelbrennerei, die können wir auch mal lahmlegen. Die ist irgendwo direkt daneben, steht die. Hier vorne, den Brennofen. Wie viel Lehm haben wir denn auf Vorrat? 97. Mit einer Familie lassen wir das noch durchlaufen hier. Hallo Matti, lieb, dass du dich erkundigst. Ja, mir geht's besser, danke. Also ist nicht perfekt, aber besser. Deshalb kann ich ja heute wieder streamen. Und wo sollen wir hier in das Dorf? Das ist der zentrale Marktplatz. Noch ein paar Wohngebäude hinsetzen. Könnten hier an Rand noch ein paar Felder rausziehen. Das würde ich mir sehr hübsch vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, uns einen zweiten Förster zu gönnen. Wo arbeitet der denn hier? Oder wir lassen den mal. Ich mache mal so breit, wie es geht. Boah, mal das hier. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Hier können wir noch ein paar weitere in die Nähe hinsetzen. Hier hinter. Wir erweitern mal die Straße. Ein paar Häuschen hinsetzen, genau. Haben wir eine Straße lang gezogen, hatten wir keine. Ist das Kartenrand oder können wir eine Verbindungsstraße in die Nachbarregion ziehen? Na, wir könnten hier eine Verbindung nach Goldhof hinziehen, eine direkte. Finde ich eigentlich eine sehr hübsche Idee. Lass uns das mal machen. Der direkte Weg wäre aber eigentlich so einmal quer durch den Wald. Wir ziehen hier mal einen lang. Hier die Straße lang und einmal hier quer durch den Wald und hier oben wieder rein. Finde ich eine sehr hübsche Idee. Der hier vorne ist langsam ein bisschen überfordert. Wir brauchen einen zweiten Förster hier. Machen einmal so. Ich glaube, wir haben sogar mehrere mittlerweile. Ziehen hier die Straße durch. Den Hang entlang. Einmal quer durch den Wald, bitte. Rüber in den Nachbarort. Schöner Wanderweg auch. Bald kommt der Herbst. Also in Kürze ist er da. Wunderschönes Herbstlaub überall. Vielleicht laufen wir dann ja nochmal spazieren. Und verbinden einen Ort mit dem nächsten. Auf Schusters Rappen. Bei einem Spaziergang. Hier geht's runter ins Tal. Genau. Einmal durchs Unterholz. Oh, jetzt wird's aber sehr düster hier. Wo hoffentlich kommen wir da durch? Hier, hier ist eine Lücke. Eine Lücke im Unterholz. Und einmal rüber in den Ort. Und wir gehen dort oben hin, genau. Warte,
beste Weg war das nicht. Wir hätten eher den Hang lang laufen sollen. Also, das... WB hat sich verbaut. Das geht gar nicht. Das ist ja einmal runter und wieder rauf. Viel zu anstrengend. Leute im Mittelalter hatten noch kein Fastfood. Die hatten keine Burger-Restaurants. Die sind nicht gut bei Kräften. Die sind nicht so wohlgenährt und topfit wie wir mit unseren Burgern und Chicken McNuggets und unseren Plätzchen und unseren Schokoladen und der anderen Kraftnahrung, die wir essen. Gott, jetzt habe ich völlig den Überblick hier verloren. Da sind wir wieder. Hier geht's wieder rüber, genau. Das letzte Stück machen wir weg. Warum ich so dicht ranzoome? Weil ich das schön finde. Weil ich will immer das Gefühl haben, dass ich da wirklich auch durchlaufen kann. Das bereitet mir Vergnügen. Deshalb mache ich das. Weil wir machen ja schönen Bau und wollen vor allem die Atmosphäre atmen hier. Dieses schönen Spieles. Das Gefühl haben, als ob hier die Straße wirklich mit Sinn und Verstand gemacht worden ist. Genau, mittendrin statt nur dabei. Sehr schön formuliert, danke. Und ein bisschen Slalom. So, und jetzt sind wir hier vorne. Und die Ads kommen in den Ort rein. Ohne dass wir runterkrabbeln und wieder raufkrabbeln müssen. Mal Unterholz entfernen. Und einmal jetzt hier durch, bitte. Einmal kurz mit der Machete hier reinschlagen durchs Unterholz. Man sieht nichts, ich muss nur einmal vorangehen. Ja, wunderbar, da ist die Lichtung, wir haben es geschafft. Puh, ich dachte schon, ich hätte mich verlaufen hier. Und die kleinen dramatischen Augenblicke, in denen das eigene Leben spitze auf Knopf steht. Es hätte auch ein Bär aus dem Unterholz kommen können oder was weiß ich was. Na, warum snappt das denn nicht an? Jetzt. Und dahinter wollen wir irgendwo hin. Das geht. Das ist der Ort. Ja, einmal um die Lehmgrube drumherum oder den Pfad, den wir gerade langlaufen, den nehmen wir. Den wir gerade neu gebaut haben, deshalb kam ich drauf. Von hier bitte. Jetzt geht's da links empor, sehr schön. Und? Wo kamen sie eben aus dem Wald raus? Da hinten? Ist das der Weg? Ja. Wunderbar. Ach, ich bin schon wieder runtergelaufen. Unfassbar. Faul wie ich bin. Höhenstufe behalten wir bei. Da oben geht's hin. Ganz kurz am Feldrand entlang. Und? Da ist der Weg. Ja, klasse.
müssen wir hin? Da hinten hin, alles klar. Da geht's raus aus dem Wald. Und da vorne hin. Ja, wunderbar. Beinahe wunderbar. Klitzekleinigkeit müssen wir, glaube ich, noch dezent korrigieren. Aber jetzt. Gott, ich habe alles. Das sieht ja schrecklich aus. Ich muss noch mal ganz kurz. Ja, endlich gibt es eine durchgehende Verbindung von der Metropole Goldhofe auf einer 2A. Das war so wichtig. Ja, mit anderen Worten, wenn einer von euch gegen Prozente, ich will euch nicht ausbeuten, sich melden möchte, als um eine Maut zu nehmen auf diesem Weg, der sich ja vielfach benutzt wird von Händlern, von Bürgern, von Banditen, von was weiß ich wem, eventuell auch von Kröten. Auch Kröten wandern ja bekanntlich gerne auf Wegen. Oder vielleicht habe ich auch was durcheinander. Bitte kurz melden. Ja, also dein neuer Job ist da, ein Mautwächter auf dieser Straße zwischen Zweiau und Goldhof. Meldet euch gerne. Ich brauche dringend Mitarbeiter hier. Im Ernst. Mitarbeiter bitte melden.